Hallo Freunde der Gehörten, des gehörnten Siedlungsbaus, hier ist wieder euer Mario und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, bei mir und meiner kleinen Wikinger-Siedlung, die ich jetzt zwar abschließen werde, aber ich habe es natürlich wie vorhergesehen leider nicht geschafft, weder Gold, Silber noch Bronze zu erreichen. Wobei Bronze muss ich sagen, eine Stunde oder zwei Stunden mehr Zeit und ich hätte wenigstens Bronze noch geschafft. Oder eine andere Strategie beim Aufbau. Und ich hätte es noch geschafft, aber ich habe es halt leider nicht geschafft, da Zeit ist um. Ich kriege also nur Yggdrasil und keine Auswahl-Kipp-Fragmente. Das ist schon krass, das sind nur Fragmente eigentlich. Man braucht dann sehr wahrscheinlich auch 15 oder was, wenn du hier immer nur Bronze hast und kriegst eins von diesen Dingern, da bist du ja Ewigkeiten mit beschäftigt. Aber naja, was weiß ich schon. So, ich rubbel jetzt hier erstmal die Katz. Ja, sagt man hier so, rubbel die Katz. Hat aber ehrlich gesagt nichts damit zu tun. Ich lass das jetzt erstmal. Ich gucke jetzt erstmal, was hier überhaupt gibt. Was passiert denn jetzt hier überhaupt? Glückwunsch! Diese Wikinger-Siedlung kann sich jetzt dank deiner Hilfe selbst versorgen. Jetzt kannst du anderen Siedlungen helfen. Ich habe 20 Quests abgeschlossen. Mein Lehnsmann, wir sind euch für immer sehr dankbar. Wir sind euch für immer dankbar für eure Hilfe. Jetzt können wir uns endlich selbst versorgen. Ja, ich habe euch gezeigt, wie man fischt und euch nicht einfach Fisch an den Kopf geschmissen. So. Einsammeln! Siedlung abschließen! Diese Siedlung ist jetzt... Achso. Und? Jetzt beenden. Deine Belohnung, Yggdrasil. Der bringt mir Kohle und ein bisschen Angriff. Oh, ein Forgepunkt. Und 6600 Vorrate. Stufe 1. Jetzt beenden. Ta-da-da. Ich habe Freund der Wikinger. Ich bin ein Freund der Wikinger. Das heißt jetzt was? Ein neues Wikingerdorf braucht deine Hilfe, um erfolgreich und selbstversorgend zu werden. Gelingt es dir, dieses idyllische Dorf am Meer mit seinen eigenen nordischen Göttern umgeben von bitterer Kälte zu verwalten? Was gibt's hier? Auch wieder. Größerer Runenstein. 1, 2, 6. Ich weiß nicht mal, was ein größerer Runenstein ist. Das muss irgendein Ding sein, was man für diese, theoretisch zumindest für die Wikingersiedlung oder über die Wikingersiedlung bekommt. Mein Botschafter in meinem Rathaus. Ah, stimmt ja, da war noch was. Also die Ägypter... Demnächst. Immer noch. Was war denn hier mit meinem... Da, Botschafter. So. Du kannst dem Rathaus Botschafter zuweisen, um dessen tägliche Sammlung von Ressourcen zu ändern. Erhalte Botschafter als Verbündete, indem du Kultursiedlungen abschließt. Siedlungen freischalten, Botschafter verdienen, ihre Boosts aktivieren... Ich dachte schon, ihre Boobs aktivieren, aber naja. Ja, hallo? Ich würde gerne... Habe ich jetzt keinen Botschafter? Habe ich keinen Botschafter gekriegt? Wie jetzt? Ich will einen Botschafter. Hallo, Botschafter. Von mir ist auch eine Botschafterröse. Aber ich müsste doch eigentlich... Ich müsste doch einen Botschafter bekommen haben. Für den Abschluss meiner Wikinger-Siedlung. Müsste es doch eigentlich einen Botschafter gegeben haben. Nicht nur Yggdrasil. Und ja. Ich kann hier nichts machen. Also habe ich wohl keinen Botschafter, sehe ich das richtig? So, ein Scheiß, jetzt muss ich noch so eine Siedlung machen, um so einen Botschafter. Aber ich hätte wetten können, es gab schon... Ach, leck mich doch am Arm. Verarscht den Dicken ruhig ständig, alles gut. So, kack. Ich fange direkt an. So. Ich
Schade, es ist nicht immer die gleiche. Nicht immer, sind nicht immer die gleichen Voraussetzungen. So. Jetzt lass mal überlegen, wie war das denn hier am günstigsten das letzte Mal? Gut, ich meine, die beiden Felder hier hinten kann ich eigentlich komplett vergessen. Die kann ich komplett außer Acht lassen eigentlich. Und das da hinten höchstens, könnte ich dann die Dings reinsetzen. Da könnte ich meine... Ey! Ja, guck mal, da kann ich gar nicht hin. Ich müsste jetzt erst eins von denen gekauft haben, um das da zu bekommen, oder wie? Sehe ich das richtig? Oh, ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht. Was haben wir denn hier? Ein Axtschmied, den kann ich nicht. Und warum kann ich den nicht? Weil ich keine Menschen habe. Ich habe null Leute in meinem Dorf. Scheiße. Gut, dann würde ich sagen, ich fange mal hier an und hier. Und hier. Und hier. Ja, ja, ich weiß, die brauchen eine Straße. Kommt alles noch. So, einmal Straße von hier nach hier. Und einmal Straße von hier nach da. Ach komm, die kann ich gleich direkt durchziehen. So. Und mehr kann ich im Moment sowieso nicht bauen. Was brauche ich denn hier? Ich brauche 55. Das heißt Schuppen. Für Schuppen habe ich mein Anti-Schuppen-Shampoo. Okay, der war ein bisschen blöd. Hey, ihr seid ja gleich schon fertig. Hier, eine Minute nur. Ja, aber ich kann trotzdem kein Dings. Achso, ja doch, dann hier. Dann kann ich ja gleich. Axtschmied ist für die Produktion von Äxten. Komm, mein Axtschmied. Die eine Minute ist gleich rum. Drei Schuppen. Jetzt habe ich gleich vier Schuppen. So ein Kack. Naja. Hab schon einen zu viel. Ich werde es überleben. 20 Fortschritte. Vier Runensteine. Vier Runensteine kriege ich auch noch hin. Die hätte ich auch sowieso schon bauen können. Davon mal ganz abgesehen. So. Eins. Zwei. Drei. Und vier. Das dauert auch wieder eine Minute. Und danach muss ich sowieso dann, glaube ich, den Axtschmied besitzen. Achso, ich brauche noch... Wie viel geben die? Die geben, glaube ich, 6, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube aber, ich muss trotzdem noch ein so ein Schuppen müsste ich irgendwie noch einreisen. Aber dann habe ich gar keine... Dann habe ich nicht mehr genug... Das sind 16. Dann habe ich nur noch 3 Leutchen. Ja, ich rufe dich trotzdem erstmal. Lieber nicht. Was ich aber machen könnte, vorerst zumindest mal. Ich verkaufe mal. Wieso sieht die Straße hier so seltsam aus? Egal. Ich verkaufe mir hier die Straße und setze diese Hütte nach hier, dann kann ich nämlich hier noch ein... Achso, ist noch gar nicht da. Diese, was ist hier als nächstes? Was kommt hier als nächstes? Ein Schrein oder was? Die sind nämlich, glaube ich, auch 2x2. Dann kann ich nämlich gleich schon hier hinsetzen. Damit habe ich wieder mehr Diplomatie. Achso, die 4 Runensteine. Einen Axtschmied besitzen. Ja, der Anfang ist einfach. 55 Diplomatie und 20 Äxte muss ich gesammelt haben. Das heißt, ich muss 2x8 Stunden hier rausgekloppt haben. Hier, da ist der Schrein. Oh, der cool, der braucht auch keine Leute. Das heißt, den kann ich dann wirklich so setzen. Ich brauche nur... sind 48. Nochmal 4. Ich brauche noch 5.
Oh, ehrlich, ich brauche noch 6. Wegen einem? Na gut. Ich brauche noch 6. 6 Runensteine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, damit ist schon mal auf jeden Fall für genug Diplomatie gesorgt. Falsche Knöpfchen gedrückt. 6 mal 6 sind 36. Damit komme ich ja auf 60 insgesamt. Und dann bräuchte ich nur noch 10 Äxte. Sprich, einmal hier die 8 Stunden. Kacke, das packe ich heute nicht mehr. Das ist nämlich auch so ein Grund, warum ich es das erste Mal nicht geschafft habe. Und es sehr wahrscheinlich auch dieses Mal nicht schaffen werde. Einfach, weil ich nicht die... Ich habe nicht immer die Möglichkeiten. Es ist jetzt gleich 16 Uhr. Ich muss morgens um 4 Uhr aufstehen. Das heißt, ich gehe so zwischen 8 und 9 ins Bett. Das heißt, ich kann jetzt keine 8 Stunden mehr laufen lassen, die ich heute Abend noch abklicken könnte, um sie nochmal 8 Stunden zu schicken, die ich dann morgen früh abklicken könnte. So wie das andere Leute können. So ein Cheat. Na egal. Dann, ja, würde ich sagen, war's das von mir für diese Runde. Wenn es euch denn gefallen hat, dann lasst mir doch einfach einen Daumen nach oben da. Oder schreibt mir was in die Kommentare. Tipps, Tricks. Wie habt ihr eure Stadt gemeistert? Habt ihr es geschafft? Habt ihr Gold bekommen, Silber bekommen, Bronze bekommen? Gibt es irgendjemanden, der irgendjemanden kennt, der Gold oder Silber ohne den Einsatz von Diamanten geschafft hat? Irgendwie sieht die Straße hier... Das sieht nicht richtig aus. Da stimmt doch irgendwas nicht hier mit meiner Straße. Da laufen Leute mit ihren Tieren rum. Wieso stehen die da blöd rum? Habt ihr nichts zu tun oder was? Ja, ansonsten Tipps und Tricks, wie ich meine... Oh, 20 Äxte sammeln. Wo kommen die denn jetzt her? Ach, oder... Zwei Schreine soll ich jetzt besitzen. Ja, um zwei Schreine zu besitzen, müsste ich hier wieder eins davon töten. Eigentlich sollte ich mir direkt... Ich setze das hier direkt nochmal hin. Ja, ich habe ja hier schließlich die Möglichkeit, es gibt ja hier alle 4 Stunden, gibt's ja Kupfermünzen. Und die kann ich mir ja, solange ich den Platz nicht brauche, kann ich die ja durchaus hier mit Schuppen oder irgendwas vollsetzen und Kupfermünzen sammeln. Denn aus meiner letzten Stadt habe ich noch in Erinnerung, dass Kupfermünzen immer ein Problem waren. Und deswegen habe ich jetzt hier nochmal schnell einen Schuppen hingesetzt. Der dann auch in 4 Stunden nochmal was abwirft für mich. Gut. Wie gesagt, für Tipps und Tricks, wie ich meine Stadt effizienter, besser gestalten kann, aufbauen kann. Ihr seht ja jetzt auch mein Setup hier. Was mir zur Verfügung... What the fuck? Egal. Was mir hier so zur Verfügung steht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wie ich das hier am besten geregelt bekomme. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Habt viel Spaß da draußen. Wir sehen uns dann in einem meiner nächsten Videos. Ciao.